So, willkommen zu diesem kleinen Video und heute soll es mal um das Thema gehen. Ja, warum ist der Gorilla, warum ist der Affe, warum ist der Elefant und so weiter, warum sind die alle so groß, wenn die sich doch alle vegan ernähren oder hauptsächlich durch Pflanzen? Denn dieses Argument, das bekomme ich natürlich sehr oft zu hören, wenn es eben darum geht, gerade auch um Muskelaufbau, sportliche Leistung und ja, man kann ja auch nur mit Pflanzen leben. Warum sind diese Tiere dann so stark? Das ist immer ein sehr starkes Argument oder sehr weit verbreitetes Argument, was die Veganer haben. Und ich habe mir jetzt wirklich mal angeguckt, was da jetzt hintersteckt. Warum sind diese Tiere eben dann so groß und stark, obwohl sie sich eben hauptsächlich pflanzlich ernähren? Und wie ihr seht, habe ich wirklich sehr viele Sachen eben rausgeschrieben. Deshalb nur dieses Thema und ich versuche das alles relativ schnell aber heute abzuhandeln. Wo habe ich geguckt? Also ich habe natürlich, es gibt sehr viele in beide Richtungen Low Carb und vegane Seiten, die eben dieses Thema behandeln und natürlich ihre Sichtweise dann offenbaren wollen, dass das in ihre Richtung geht. Dass dann gezeigt wird, wie lang der Darm ist und so weiter und so fort. Was ich aber gemacht habe, ist, dass ich mir einfach Primatenforscher angeschaut habe. Die haben nichts mit vegan zu tun, die haben nichts mit Low Carb oder so zu tun, sondern die forschen an den Tieren eben selber, wie sie sich verhalten, wie sie sich ernähren und so weiter. Das heißt, denen ist es scheißegal. Die schauen wirklich wissenschaftlich drauf, wie ist das mit den Tieren? Wie ist das mit der Entwicklung gewesen? Warum ist der Mensch der Mensch? Und warum ist das Tier immer noch das Tier? Und dementsprechend hier mal so ein paar kleine Sachen, die ich eben rausgesucht habe, warum eben ein Affe so groß werden kann wie ein Gorilla, der jetzt mal so 200 Kilo wiegt und trotzdem nur Pflanzen frisst. Also, es gibt ja unterschiedliche Affenarten, die muss man eben unterscheiden. Der Gorilla wird halt immer herangezogen, weil er das einzige Tier ist, das sich eben fast ausschließlich nur von Blättern ernährt, also vegetarisch oder vegan besser gesagt. Und die ganzen anderen Affenarten werden dann so unter den Tisch, ja, fallen lassen, obwohl die sich natürlich dann auch, weil die sich natürlich dann auch durch tierische Produkte miternähren. Da haben wir zum Beispiel Schimpansen, Bonobos, Gorillas haben wir jetzt hier mit drin, Orang-Utans und solche Sachen. Was diese Tiere aber machen, ist, dass sie eben hauptsächlich nährstoffarme Blätter essen. Also die sitzen den ganzen Tag dort rum und essen ihre Blätter und haben teilweise auch Waldfrüchte da drin. Dann gibt es natürlich auch noch so andere Sachen wie so Wurzeln und sowas, die noch essen. Allerdings eben auch nicht, wie man so kennt aus der Werbung, aus dem Fernsehen oder wie auch immer, von Bananen oder Früchten, denn die kommen nicht auf die Plantagen, wo eben diese Bananen geerntet werden, die wir heute kennen im Supermarkt, die gibt es im Wald nicht. Okay? Die gibt es im Wald nicht so. Und wenn diese Gorilla und Affen auf die Plantagen kommen, wo ihr eure Bananen herbekommt, werden die abgeknallt. Ne? Nur so viel schon mal dazu. Diese Tiere müssen aber um ihren Energiebedarf und um ihren Nährstoffgehalt eben mit diesen natürlichen Pflanzen, die im Wald wachsen, die nicht überzüchtet sind, müssen sie circa 6 Stunden essen und 4 Stunden nochmal extra obendrauf so ein Verdauungsnickerchen machen und eine Verdauungspause machen. Das heißt, die sind 6 Stunden am Tag rein am Essen, weil sie eben wie ein Gorilla zum Beispiel bis 25 Kilo am Tag locker essen. Versucht das mal als Mensch. Der Mensch hat eben den Vorteil, dass er durch das Kochen, was er eben gelernt hat, vor ungefähr 1,8 Millionen Jahren, gerade mal ein Zehntel der Zeit ungefähr braucht, um das Ganze wirklich zu zerkauen im Mund. Denn die Affen müssen auch sehr lange kauen, bis das eben alles klein ist, um die Nahrung dann eben auch zu verdauen. Und dementsprechend ist das natürlich der Vorteil. Das Ganze, man weiß natürlich nicht, wie das entstanden ist, wann der erste Mensch jetzt kam, der jetzt Feuer gemacht hat und das Ganze gekocht hat. Man vermutet, dass es eben Homo erectus war vor ungefähr 1,8 Millionen Jahren. Also schon eine sehr, sehr lange Zeitspanne, wo sich der Mensch natürlich in der Zeit auch anpassen konnte. Dementsprechend, das Kochen der Nahrung ist natürlich im Endeffekt nichts anderes als Vorverdauen der Nahrung. Ich meine, wir kennen das, wenn wir Gemüse essen, Brokkoli oder sowas, dann liegt der ganz schön schwer im Magen und braucht relativ lange, um verdaut zu werden. Wenn wir den aber kochen, ist das Ganze sehr schnell durch. Und dementsprechend ist das Kochen, auch wenn wir rohes Fleisch essen würden, wäre genau das Gleiche, ist nichts anderes, als das eben zart zu machen und schneller verdauen zu lassen. Dadurch, dass wir das eben kochen können, weniger Zeit brauchen, haben wir natürlich
oder haben die Menschen damals eben eine erhöhte Kalorienzufuhr gehabt. Sie konnten mehr Kalorien also aufnehmen und verwerten. Und es wird natürlich auch sehr viel weniger Energie ausgeschieden, dadurch, dass es eben schon so vorverdaut ist und nicht erst im Magen vergären muss. Und ja, so lange im Magen liegt mit so großer Menge, ist es eben so, dass wir auch weniger davon ausscheiden. Das ist dann natürlich der Fall, wenn wir zum Beispiel jetzt eben Low Carb machen oder wie ich Ketogen mache und dann eben wirklich gezielt Nahrung esse. Ich sag mal, ich würde nur Eier essen oder sowas. Dann ist es klar, dass man eben auch mal einen Tag lang oder so nicht aufs Klo muss, weil die ganze Sache eben aufgenommen wird. Und da bleibt nichts über am Ende, was dann eben ausgeschieden werden muss. Im Gegensatz zu vielen Rohköstlern, die dann eben sehr viel rohes Zeug in sich reinstopfen und dann natürlich auch zwei, dreimal am Tag aufs Klo müssen. Das hat aber nicht irgendwie negativ was zu bedeuten. Das können wir in einem extra Video noch gerne mal machen. Also, es wird eben auch mehr Energie dann im Körper behalten. Und wir haben natürlich dadurch auch gleichzeitig weniger Verdauungsenergie, die eben verloren geht. Das heißt, dieses Kochen hat insgesamt gesehen an sich schon durch die Vorverdauung, durch die kürzere Magen- und Darmverweildauer, durch die weniger Ausscheidungen sehr viel mehr Energie, die der Körper eben zur Verfügung hat. Das Gehirn braucht ca. 20% der Energie und dadurch konnte wahrscheinlich, das sind natürlich dann die Sachen, die dann eben vermutet werden durch diese Forscher, das Gehirn eben wachsen, der Mensch konnte sich dementsprechend auch weiterentwickeln mit seinem Denken und so weiter und die Verdauungsorgane, die konnten natürlich schrumpfen. Deshalb haben wir heute eben nicht die gleichen Verdauungsorgane wie diese Primaten, weil wir sie eben nicht mehr benötigt haben. Genau das gleiche wie mit den Kieferknochen. Ist natürlich klar, dass wir keine Reißzähne haben, wie irgendwelche Fleischfresser, weil wir sie nie wieder benötigt haben. Genauso wie, dass wir weniger Kauffläche benötigen, dass wir weniger starke Kiefermuskeln haben, wie eben diese Affen, die den ganzen Tag am Kauen sind, weil wir das eben nicht mehr machen. Ganz einfach. Und dementsprechend gibt es da eben deutliche Unterschiede. Es gab auch niemals irgendeine Gesellschaft, die eben ausschließlich Rohkost gemacht hat. Selbst die Inuit, wo man eben sagt, dass die sehr viel Fleisch roh essen oder so, die kochen auch selbst. Und also in beiden Lagern, egal ob High Carb oder Low Carb oder wie auch immer, ist es eben so, dass gekocht wird. Und dementsprechend ist der Trend zu Rohkost, der heute da ist, eben nicht wirklich dafür geeignet, den heutigen Energiebedarf des Menschen eben dann zu decken. Es gibt eben keine ausreichende Verdauung, wie ich gerade gesagt habe. Und unser Dickdarm ist im Vergleich zu den der Tiere deutlich kleiner. Das heißt, die Nahrung liegt dort nicht so lange und kann dort nicht so gut verdaut werden wie eben bei diesen Primaten. Die ungekochte Nahrung enthält ja auch sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe, die eben für den Menschen dann auch in höheren Mengen giftig sein kann. Und auch bei rotem Fleisch ist das so. Wenn wir rohes Fleisch essen würden, nicht gekochtes Fleisch, kann es natürlich auch Bakterien enthalten, die durch die Magensäure dann nicht abgetötet werden. Und dementsprechend sind rohe Produkte heutzutage für den Menschen eher ungeeignet, egal ob es sich um Pflanzenprodukte handelt oder eben um Fleisch. Also von daher könnt ihr ja gerne mal ausprobieren, was passiert, wenn ihr so 2 Kilo rohen Spinat oder sowas dann in euch reinstopft. Mal gucken, wie lange das dann gut geht. Vor allen Dingen muss man ja auch bedenken, dass Gorilla und andere Affenarten ja meistens sich von nicht so einer großen Pflanzenvielfalt quasi ernähren. Also die fressen ja relativ viel das Gleiche, obwohl sie natürlich immer ein bisschen Unterschiede drin haben. Es gibt auch zwischen den Primaten starke Unterschiede. Da gibt es welche, die essen halt hauptsächlich diese Urfrüchte, die eben auch sehr viele Ballaststoffe und Stärke enthalten. Blätter. Also Primaten, die sich hauptsächlich dann von Blättern ernähren, aber auch sehr viele, die sich eben von Insekten ernähren oder Pflanzengummi oder so stärkehaltige Wurzeln und solche Sachen. Das sind dann eben Unterschiede, die es dann von Primat zu Primat eben gibt. Jetzt muss man auch noch bedenken, dass eben kleinere Primaten, also Schimpansen im Gegensatz zum Gorilla, relativ gesehen zu ihrer Körpergröße mehr Energie benötigen und deshalb auf schneller verfügbare, hochwertigere Quellen zurückgreifen müssen. Das heißt, ein größeres Tier wie der Gorilla zum Beispiel, der hat kein Problem damit, 25 Kilo Blätter zu essen, weil die sehr lange in seinem Magen
in seinem Darm dann eben vergären können und dementsprechend hat er dann mehr Energie zur Verfügung. So ein kleiner Schimpanse, der aber relativ zu seiner Körpergröße mehr Energie benötigt, der muss dann eben auch mal auf andere Tiere zurückgreifen, tierische Produkte dann eben zu sich nehmen oder Insekten fangen, auch kleine Rehe oder sonst was, um die dann eben besser zu verwerten zu können. Deshalb ist es Blödsinn, wenn man einen 60 Kilo Menschen mit einem 200 oder 350 Kilo Gorilla zum Beispiel vergleicht. Also Paviane oder Schimpansen zum Beispiel, die gehen regelmäßig auf die Jagd nach auch größeren Säugetieren, wie zum Beispiel Hasen oder andere kleine Primaten oder Paarhufer, wie ich gerade schon gesagt habe, also kleine Rehe oder sowas. Gibt sehr schöne Videos, wie die das Ganze sogar taktisch machen, dass dann einer rechts, einer links, in der Mitte ist dann eben ein anderer Pavian oder was sie auch immer jagen. Einer sprintet schon mal vor und fängt den ab und solche Sachen. Gibt es richtig coole Videos zu, wie die eine Jagdtaktik haben, um eben andere Tiere auch zu fangen. Also von daher gibt es auch bei diesen Tieren eben die Möglichkeit, dass sie bestimmte Sachen, also dass sie nicht unbedingt Reißzähne oder sowas brauchen, sondern das Ganze eben auch mit Köpfchen machen können im Endeffekt. Also es gibt sogar reine Fleischfresser unter den Primaten, da gibt es eben Makis zum Beispiel, die essen dann hauptsächlich eben tierische Produkte und so ein Gorilla, der liegt, wie ich schon gesagt habe, bei 200 bis 275 Kilo ungefähr und wenn der aber unter menschliche Obhut zum Beispiel kommt und mehr vorverdaute Nahrung hat oder auch sehr viele Früchte und sonstige Sachen dabei hat, dann kann der auch schon mal 350 Kilo wiegen. Das heißt, die sind in der Natur natürlich auch relativ schlank. Zurück zu den Gorillas, weil sich darauf ja viele berufen. Also die ernähren sich hauptsächlich von Blättern und Mark, also so Wurzeln und stärkehaltige Produkte eben. Jedoch kaum Früchte. Also der bananenessende Gorilla, den gibt es da draußen nicht im Wald. Also da muss man dann eben auch sagen, wenn ihr euch dann eben so ernähren wollt wie ein Gorilla, dann müsst ihr leider sehr viele grüne Blätter essen. Und das, ja, macht man einen grünen Smoothie, da werden manche wahrscheinlich auch ein bisschen schräg gucken, wenn sie da nicht ihre Banane mit reinkriegen. Also, es gibt auch noch Unterschiede zwischen so Berggorilla und Flachgorilla, weil die eben andere Möglichkeiten haben, an ihre Nahrung zu kommen. Allerdings wurden eben auch Gorilla, die ja als reine Veganer gelten, eben von diesem Forscher hier, Richard Wrahem, wurden die eben auch beobachtet dabei, dass die eben auch so Termitenhügel oder eben kleinere Insekten in ihrer Ernährung mit aufbrechen und benutzen. Wie gesagt, 25 Kilo, so ein 200 Kilo Affe. Meistens, also bis 200 Kilo wiegen die in der Natur, meistens natürlich auch noch weniger. Das bedeutet, ihr müsstet am Tag dann, wenn wir das mal runterrechnen auf so einen Menschen, der dann vielleicht 70, 80 Kilo wiegt, müsstet ihr rein theoretisch so 10, 12 Kilo Blätter essen. Das könnt ihr ja gerne mal versuchen und die dann ordentlich verdauen, ohne dass ihr dann Probleme bekommt, da ihr auch noch kleiner seid als ein Affe. Das heißt, potenziell mehr Energie benötigt, auch für euer Gehirn und so weiter und so fort. Und nicht so viel schlaft und nicht so viel Zeit habt wie eben so ein Gorilla, könnt ihr ja mal versuchen, so 20 Kilogramm Gemüse am Tag zu essen. Dann können wir gerne darüber weiterreden, ob der Mensch dafür gemacht ist, entsprechende Energie aus veganer Rohkost eben naturgemäß zu sich zu nehmen. Weiter. Vegetarier, Stärkeesser haben oft auch einen aufgeblähten Bauch, wie zum Beispiel Kühe, Berggorillas sieht man ja auch häufig oder Grasfresser. Und weil eben auch dieses Grünzeug und rohes Obst zum Beispiel eben zu Blähungen führt. Das Ganze ist natürlich deshalb, weil es eben vergärt wird im Darm. Die sind eben schwer verdaulich, liegen eben lange im Darm, gerade auch die Fructose wird eben durch Bakterien dann zersetzt und die Zellulose, die da enthalten ist. Das heißt, durch diese Zellfaserstoffe, die diese Gorilla und Affen eben aufnehmen, kann es sein, dass diese Sachen eben bis 35 Stunden im Magen liegen. Und das ist beim Menschen auch nicht. Wenn ihr sehr viel Rohkost isst, seid ihr das Zeug schon am nächsten Tag wieder los. Und woran liegt das? Weil ihr einen deutlich dünneren, kleineren Dickdarm habt. Also, der Mensch ist also völlig unterschiedlich mit seiner Verdauung zu eben dem Gorilla. Primaten haben entsprechend dann auch Enzyme
und Mikroorganismen, die eben diese Ballaststoffe aus den Pflanzen, aus diesen natürlichen Pflanzen, ich rede jetzt nicht von den hochgezüchteten heutzutage, die eben weniger prozentual Ballaststoffe haben, Zellulose und teilweise eben auch die Holzstoffe und stärkeartigen, die stärkehaltigen Produkte in diesen Sachen verdauen können. Kannst du ja mal als Mensch gerne versuchen, eben Lignin zum Beispiel zu verdauen, also irgendwelche Holzstoffe, wenn du eine Rinde abbeißt oder sowas, kann man ja gerne mal testen. Menschen können diese also nicht verdauen. Das heißt, der Affe kann das, der Mensch nicht. Früchte zum Beispiel werden eben auch nicht gegessen, weil sie anteilig zwar mehr Energie enthalten, aber eben weniger zum Beispiel Protein oder eben andere Nährstoffe im Gegensatz zu grünen Pflanzen. Deshalb sage ich auch immer, Spinat ist natürlich deutlich besser oder irgendwelches Grünzeug als einen Apfel oder sowas. Gerade die gezüchteten Sachen heute. Durch die Vergärung der Ballaststoffe, und jetzt kommen wir zu einem anderen interessanten Punkt, der gerne ja auch von High-Carb-Leuten dann eben ins Feld gezogen wird. Durch die Vergärung von Ballaststoffen, auch beim Menschen, von einigen Ballaststoffen, alle können wir nicht verdauen, einige schon, entstehen Fettsäuren. Fette entstehen durch die Vergärung. Ich werde nochmal ein Video machen, genau zur Verdauung, wie das aussieht. Die dem Affen dann eben zur Energiegewinnung bereitgestellt werden. Somit sind die Primaten und die Gorillas keine High-Carb-Lebewesen. Weil sie eben das, was sie essen, die Ballaststoffe, die ballaststoffreichen Lebensmittel, in Fette umwandeln. Und bis zu 60% dann vom Fett leben. Der Rest ist dann Protein und noch ein bisschen Kohlenhydrate wirklich in diesen Pflanzen. Also Primaten sind also vorrangig Fettverbrenner, genauso wie der Mensch eben. Weil Fett eben die beste Energiequelle ist und so weiter und so fort. Also sollte man einen Primaten, besonders einen Gorilla, der sich dann mit sehr viel Gemüse ernährt und sehr viel Blättern ernährt, nicht vergleichen mit einem Menschen, weil die grundsätzlich unterschiedlich sind. Alleine durch die Kochkunst und so weiter hat sich das Ganze eben bei Menschen so hin entwickelt, dass er das nicht mehr benötigt. Zweitens lebt auch der Affe eben High Fat, weil er sehr viele Ballaststoffe in seiner Ernährung hat, die er verdauen kann. Und dann kommt dann eben einige Leute daher, die meinen, man müsste heutzutage unbedingt diese hochgezüchteten Obstsorten in seinen Smoothie hauen, wo dann hauptsächlich Zucker drin ist, der eben auch zu Glucose und Fructose wird ja auch wieder dann zu Fett umgewandelt, im Körper genutzt wird. Also nichts mit High Carb natürlich. High Carb ist unnatürlich, ist einfach nur gezüchtet worden heutzutage und hat nichts mit irgendwelchen Primaten zu tun oder sonst was. Das Ende der Geschichte ist jetzt einfach, wir können einen Affen, einen Gorilla mit Sicherheit nicht vergleichen mit einem heutigen lebenden Menschen. Wenn ihr das gerne machen wollt, dann könnt ihr gerne mal versuchen, 20 Kilo Blätter zu essen. Dann möchte ich mal gucken, wie lange es euch noch gut geht damit. Und ich weiß von vielen eben, die solche grünen Smoothies und so weiter die ganze Zeit essen oder sehr viel Grünzeug und gerade auch so, gut, Rosenkohl ist jetzt auch gezüchtet, aber wer isst schon Blätter, essen, dass die eben sehr viele Gase auch bilden. Und das gleiche ist bei Bohnen und solchen Sachen. Von daher, Kochkunst, liebe Kochkunst, Kochnahrung, liebe Leute. Ja, das war's zu diesem Thema. Ich denke mal, mit dem Mythos habe ich so ein bisschen aufgeräumt, hoffentlich. Ich habe, wie gesagt, mich nicht auf irgendwelche Low-Carb-Studien oder sowas bezogen, sondern eben auf Primatenforscher, die das jetzt genau untersucht haben. Links findet ihr natürlich unten drunter, wo ihr das Ganze nachlesen könnt. Das mit der Evolution, mit dem Kochen, wann das jetzt passiert ist und so weiter. Das ist natürlich eine Sache, die kann man nicht hundertprozentig genau sagen, das sage ich auch. Aber es ist eben so, weil ja immer wieder gerne verglichen wird, ja, der Darm ist ja so wie beim Primaten und hier und da ist eben nicht so, wenn man sich das genauer anschaut mit Dünndarm, Dickdarm, die Länge, dann haben wir keine Reißzähne oder so, ist natürlich klar, haben diese Primaten, die eben auch andere Tiere jagen, haben es auch nicht. Nicht alle, einige natürlich schon, so ein Schimpanse oder sowas. Aber trotzdem gibt es da Unterschiede. Und von wem stammen wir jetzt ab? Stammen wir vom Gorilla ab? Stammen wir vom Schimpansen ab? Ne, ihr wisst, was ich meine.
wir können uns auch nicht mit einer Kuh vergleichen. Eine Kuh hat mehrere Mägen, die ist ein Wiederkäuer. Wenn du gerne ein Wiederkäuer sein möchtest, außerdem hat die auch Bakterien in ihrem Darm, die eben diese Nahrung dann zersetzt, faulen lässt. Und wenn du gerne, ja, ich verstehe auch nicht, wie man immer darauf kommt, dass Fleisch im Darm verfault. Das ist Blödsinn. Eure Rohkost, eure Blätter, eure Gemüsesachen, die verfaulen im Darm, damit diese Darmbakterien eben daraus diese kurzkettigen Fettsäuren bilden können, die zur Energiebereitstellung genutzt werden können. Ne? Ihr ernährt euch nämlich auch nicht High Carb, sondern wenn ihr das so macht, High Fat. High Fat for the win. Also, wenn euch das Video was gebracht hat, irgendwelche neuen Erkenntnisse, dann gebt doch einfach einen Daumen nach oben. Und wenn ihr irgendwo lest, dass jemand wieder sagt, ja, aber der Gorilla isst doch auch Blätter, dann verlinkt doch einfach dieses Video darunter und ich denke mal, dass wir auf der Grundlage jetzt vielleicht mal weiter diskutieren können. Und ansonsten überlegt bitte vorher, was ihr dort sagt, wenn ihr uns mit anderen Tieren vergleicht, weil das ist Blödsinn, sich mit anderen Tieren zu vergleichen. Wir können eben auch nicht fliegen. So, von daher war es das mit diesem Video. Eure Kommentare unten rein. Seid ihr lieber ein Gorilla oder seid ihr lieber ein Affe oder wie auch immer, keine Ahnung, oder eine Kuh? Also von daher, bis zum nächsten Video, euer Daniel.